Ei Gude, herzlich willkommen zu den Gameswelt-Nachrichten. Ich bin der Pimin und habe vier Themen für euch am Start. Return to Monkey Island feiert sein Comeback. Trackmania bekommt 25 neue Strecken. Die Dreharbeiten zu The Witcher Staffel 3 sind gestartet. Und es gibt noch ein neues Spiel, und zwar Citizen Sleeper wurde angekündigt. Wenn ihr auch in Zukunft immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann lasst uns jetzt gerne ein Abo da und drückt da auf die Glocke. Viel Spaß mit den News. Ron Gilbert told me he'd never make another Monkey Island unless... Am 1. April deutete Ron Gilbert das Comeback von Monkey Island an. Was viele anfangs für eine Art April-Scherz hielten, entpuppte sich nun als Wahrheit. Die Kultreihe des Adventure-Genres kehrt zurück. Wie Devolver Digital, Lucasfilm Games und Entwickler Terrible Toybox bekannt gaben, soll euch die Piratensaga sogar noch in diesem Jahr beglücken. Bestätigt wurde das Ganze mit einem kleinen Teaser-Trailer. Bei Return to Monkey Island handelt es sich dabei um einen direkten Nachfolger zu Secret of Monkey Island und Monkey Island 2 LeChuck's Revenge. Mit dabei sind alte Franchise-Veteranen und der originale Synchronsprecher von unserem Möchtegern-Piraten. Wirklich viel mehr weiß man aber leider sonst noch nicht. Fans der Trackmania-Reihe haben nun allen Grund zur Freude. Der aktuelle Trackmania-Teil von Ubisoft bekommt im Zuge der Frühlingskampagne 25 neue Strecken spendiert. Und das Beste dabei ist, sogar komplett kostenlos. Auf den neuen Strecken könnt ihr dann wieder wie gewohnt auf Zeitenjagd gehen und Medaillen verdienen. Innerhalb der Kampagne könnt ihr zudem euren Rang erhöhen sowie Trophäen sammeln. Mit dem Standard- und Clubzugang werden weiterhin alle bisherigen Kampagnen spielbar, sodass ihr Zugang zu 175 zusätzlichen Karten und 700 Medaillen erhaltet. Da ist man durchaus ein wenig mit beschäftigt. Die Netflix-Erfolgsserie The Witcher bekommt bekanntermaßen eine dritte Staffel spendiert. Anfang März sorgten noch die ersten Berichte für Schlagzeilen, dass die Dreharbeiten zur dritten Staffel bald starten könnten. Und siehe da, kurzerhand bestätigte man nun auf Twitter, dass die Dreharbeiten der dritten Staffel gestartet seien. Dazu gab es noch ein kleines Bild vom Set und eine grobe Inhaltsangabe, worauf ihr euch in der dritten Staffel freuen dürft. Zitat: Monarchen, Magier und Bestien des Kontinents verfolgen ein gemeinsames Ziel. Sie wollen Ciri von Syndra gefangen nehmen. Fest entschlossen, alles zu tun, um seine wiedervereinte Familie vor denen zu schützen, die sie zerstören drohen, versteckt Geralt Ciri. Gezwungen zum Kampf, müssen sie alles auf eine Karte setzen oder riskieren, einander für immer zu verlieren. Mit Citizen Sleeper befindet sich bei Entwickler Jump Over the Age und Publisher Fellow Traveler ein neues, storybasiertes Rollenspiel in Arbeit. Ihr schlüpft dabei in die Rolle eines Sleepers, ein digitalisiertes, menschliches Bewusstsein in einem künstlichen Körper. Allerdings gehört ihr euch nicht selber, sondern seid Eigentum einer Firma, die euch zurückhaben möchte. So versucht ihr einfach, stets den nächsten Zyklus zu überleben, indem ihr Freundschaften knüpft, euren Lebensunterhalt verdient oder euch Fraktionen anschließt. Citizen Sleeper erscheint dann am 5. Mai für die Xbox One und Series, den PC sowie, Achtung, Mac und die Nintendo Switch. Von einer PlayStation-Version wurde leider nichts gesagt. Dafür kommt der Titel aber auch ab Tag 1 in den Xbox Game Pass. Und damit sind wir wieder am Ende angelangt bei der heutigen Ausgabe der Gameswelt-Nachrichten. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch fürs Zuhören und freue mich riesig, wenn wir uns auch morgen wieder hören, pünktlich um 19 Uhr. Bis dahin, macht's gut, Servus.